Wir sind wieder zusammen, um eine Andacht zu betrachten aus dem 12. Kapitel des Johannesevangeliums. Der Schwerpunkt bei diesem Kapitel ist der Jubelruf vieler Juden, die davon gehört hatten, dass Lazarus auferstanden ist und die hingeströmt waren nach Bethanien, wo Jesus war, eine Woche vor seinem Tod am Kreuz. Sie jubeln mit Palmzweigen auf dem Weg nach Jerusalem, so wie wir das hier auf dem Bild jetzt sehen. Ich könnte jetzt quasi an dieser Straße stehen, die hier hinunterführt. Diese Straße kann es vielleicht gewesen sein oder ein ähnlicher Weg, als er nach Jerusalem kam. Und man hat ihm zugerufen, Hosianna, dem Sohn Davids. Er ist der König der Könige. Und Jesus reitet auf einem jungen Füllen eines Esels. Wir schauen uns die Szene an. Die große Menge der Leute in Jerusalem hatte inzwischen gehört, dass Jesus in Bethanien sei, und sie gingen dorthin. Sie kamen nicht nur seinetwegen, sondern auch, weil sie Lazarus sehen wollten, den Jesus vom Tod auferweckt hatte. Da beschlossen die führenden Priester, auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele Juden dorthin und kamen zum Glauben an Jesus. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die zum Passafest gekommen war, Jesus sei auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige, zogen ihm entgegen vor die Stadt und riefen laut, gepriesen sei Gott. Heil dem, der in seinem Auftrag kommt. Heil dem König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, so wie es schon in den Heiligen Schriften heißt. Fürchte dich nicht, du Zionsstadt. Sieh, dein König kommt. Er reitet auf einem jungen Esel. Damals verstanden seine Jünger dies alles noch nicht. Aber als Jesus in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war, wurde ihnen bewusst, dass dieses Schriftwort sich auf ihn bezog und dass die Volksmenge ihn dementsprechend empfangen hatte. Als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, waren viele dabei gewesen und hatten es als Zeugen weitererzählt. Aus diesem Grund kam ihm jetzt eine so große Menschenmenge entgegen. Sie alle hatten von dem Wunder gehört, das er vollbracht hatte. Die Pharisäer aber sagten zueinander, ihr seht, wir können nichts ausrichten gegen ihn. Schaut nur, die ganze Welt läuft ihm nach. Wieso wählt Jesus ein Eselchen? Nun, die Herrscher der damaligen Welt, das waren Despoten, Willkürherrscher. Die ließen sich feiern mit Pferd und Wagen, mit Sänftenträgern. Sie zeigten ihre Macht. Aber Jesus? Jesus reitet auf einem Eselchen, auf einem kleinen Esel, so heißt es in der Schrift, im Urtext. Und zeigt damit, dass er der König der Demütigen, der Einfachen, derjenige ist, der als König kommt, um die Sündhaftigkeit dieser Welt auf sich zu nehmen. Und sie rufen aus, Hosianna, dem Sohn Davids. Hosianna, dem König des Volkes Israel. Später, ein paar Tage später, wenn er am Kreuz hängt, wird darüber am Kreuz ein Schild stehen, König der Juden. Er ist der wahre König. Was geschieht einen Tag vorher? Im selben Kapitel lesen wir davon, da wird Jesus gesalbt. Ein König wurde gesalbt, wenn er intronisiert wurde. Schauen wir uns die Szene an. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, dem Ort, wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte.
Die Geschwister hatten Jesus zu Ehren ein Festessen vorbereitet. Martha trug auf, während Lazarus mit Jesus und den anderen zu Tisch saß. Maria aber nahm reines, kostbares Nardenöl, goss es Jesus über die Füße und trocknete diese mit ihrem Haar. Das ganze Haus duftete nach dem Öl. Judas Iskariot, einer von den Jüngern, der Jesus später verriet, sagte: Warum dieses Öl nicht verkaufen? Für 300 Silberstücke, hä? Und das Geld verteilen an die Armen. Er sagte das nicht etwa, weil er ein Herz für die Armen hatte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und griff oft zur eigenen Verwendung hinein. Lass sie in Ruhe. Dies Öl bewahrt sie für mein Begräbnis auf. Arme wird es immer bei euch geben, aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Jesus ist auf einem Fest. Und dieses Fest, das er hier einen Tag vorher feiert, man kann eigentlich gar sagen, das ist kein besonderes Fest, sondern es war das Haus von Simon, einem Pharisäer, zur Verfügung gestellt worden und Martha und Maria und Lazarus wollten Jesus zu Ehren hier jetzt ihre Dankbarkeit ausdrücken. Jünger und viele Gäste waren da und Martha bedient sie hauptsächlich und schließlich kommt auch die Maria, die mitbedient hat, mit zwei Fläschchen Nardenöl und beginnt Jesus die Füße zu salben. Normalerweise wurde das Haupt eines Königs gesalbt, aber sie salbt die Füße. Sie salbt ihn zum Dienst. Sie, die doch eigentlich eine Prostituierte war, aus der Jesus mehrere Dämonen vertrieben hat, so berichtet uns die Bibel. Sie, die ein furchtbares, sündhaftes Leben gelebt hat und die Befreiung durch Jesus erfahren durfte, erlebt noch die Auferstehung ihres Bruders und jetzt will sie das, was sie zwielichtig verdient hat, will sie ausgeben zu seiner Ehre. Judas meint, 300 Dinar oder 300 Silberstücke wären doch für die Armen ganz gut. Das heißt, Maria spendet hier einen Jahreslohn. Denn ein Denar war der Lohn eines Arbeiters für einen Tag. Sie gibt alles an Jesus ab und salbt ihn zum dienenden König, der am nächsten Tag auf einem Esel reitet, um dann ans Kreuz zu gehen. Solch eine Torheit. Wer Jesus wirklich will, der muss ihn ganz nehmen. Viele der Menschen, die da gejubelt haben, Hosianna, König Israels, haben wahrscheinlich später gerufen, kreuzige ihn, weil sie nicht verstanden, dass er als König des Himmels kommt, im Gewand des Dienstes. Das endet am Kreuz. Aber wer will schon einen König, der sein Königreich am Kreuz antritt? Aber Jesus möchte genau das in unser Leben eintreten. Ich danke Gott, dass er für uns Jesus als König des Universums gegeben hat. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für das, was du jetzt für uns getan hast. Wir möchten mit dir leben, König der Könige, Herr aller Herren. Segne uns in diesem Jahr. Segne jeden Einzelnen, der jetzt sich das anschaut und
das weitergibt. Lass die Menschen, die dich suchen, dich finden. Amen. Der Herr segne dich und gebe dir eine gute Woche.